Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cities Skyline. In der letzten Folge haben wir uns ja so ein bisschen um die Bildung gekümmert. Wir haben mehrere Grundschulen gebaut und hier eine Oberschule. Ich will kurz mal gucken. Bildung. So, wir haben zwei Grundschulen und eine Oberschule. Alles ist im Grunde genommen abgedeckt. Vielleicht hier oben ein bisschen mager. Werden wir uns, glaube ich, später noch darum kümmern. Außerdem habe ich hier oben unsere Tweets abgeschaltet. Also, dass die automatisch geöffnet werden. Wo sind all die Müllwagen? Niemand holt unsere Müll ab. Okay, da hat jemand ein Müllproblem. So viel Watt, hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom sie Stromzähler verbrauchen? Kennen wir. Und ab und zu schauen wir mal rein, aber es wird nicht mehr automatisch aufgehen. Außerdem gab es in der letzten Woche den DLC After Dark. Den habe ich jetzt noch nicht installiert, aber mit dem DLC kam ein Patch. 1.2.0 oder so eine Art. Und der hat den Tag-Nacht-Wechsel gebracht. Und auch ein paar neue Effekte, Lichteffekte. Ich glaube, das sieht man schon relativ gut hier. Hat leider auch einen kleinen Nachteil, speziell für Laptop-User, die da grafikkartenmäßig nicht ganz so gut betucht sind, denn die Performance hat ein bisschen gelitten. Weshalb ich die Details weiter reduziert habe. Also ich habe Anti-Aliasing und so abgeschaltet. Aber das soll mir hier am Spaß keinen Abbruch tun. Und deswegen legen wir jetzt direkt mal los. Und zwar möchte ich ein bisschen an unserer Infrastruktur arbeiten. Und wir fangen an bei unserem Kreisverkehr. Und werden erstmal hier unsere Straßen upgraden. Große Straße möchte ich mit 6 Spuren. Upgraden wollte ich. So, damit es hier irgendwie ein bisschen schneller mal vorangeht. Bis dahin erstmal. Das Ganze auf der Seite auch. Denn ich glaube, ja doch, Ampeln erzeugen die auch noch. Oder? Nee. Doch. Aber nicht mehr, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so extrem wie auf diesen engen Straßen. Und ich möchte auch unseren Kreisverkehr upgraden. Wobei das nicht mehr geht. Hier würde es gehen, aber hier oben nicht. Das können wir nicht upgraden. Den müssen wir wahrscheinlich neu machen. Und um das zu erreichen, müssen wir erstmal das Grundstück da hinten kaufen. Das machen wir mal eben. Das kaufen wir mal. Jetzt sind wir natürlich pleite. Ich werde mal kurz die, unser Budget überprüfen. 12, 12, 12. Ich mache mal 12, 13, 14. Um ein bisschen mehr Steuern zu kassieren. Und wenn wir gerade schon mal hier sind, gucken wir kurz mal bei Budget rein. Hier sehen wir nämlich auch noch wieder eine Änderung. Man kann jetzt nämlich für Tag und Nacht getrennt das Budget einstellen. Das heißt, Strom haben wir tagsüber 100 und nachts stelle ich es mal auf 90. Leider geht immer dieses Pop-up da drüber, so. Und hier beim Wasser machen wir es genauso, denn das ist mittlerweile auch schon knapp. So. Und jetzt reißen wir mal unseren Kreisverkehr hier ab. Und versuchen, den neu zu machen. So. Dazu mache ich mal Pause jetzt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ja einen Bogen. So, ich bin noch im Abrissmodus. So. Achso, jetzt muss ich erstmal wieder ziehen hier. Ah, das wird, glaube ich, nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht machen wir was anders. Dass ich den mal eben hier so ein bisschen. Den ein bisschen oval machen.
Warum? Nee, also irgendwie passt hier was nicht. Der geht erst so spät hoch. Warum? Ah, okay. So. Und jetzt, um die Ecke. Ah, wir haben nicht genug Geld. Das ist problematisch. Ohne Geld geht das natürlich nicht. 3480 kostet das Ganze. Aber es sollte funktionieren an dieser Stelle. Wenn wir das Geld haben. Pass mal auf, machen wir anders. Wir nehmen eben Kredit auf. Dann können wir das Ding hier fertig bauen. Wie weit bin ich da gegangen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Das sieht doch gut aus. Und das müssen wir jetzt auf der anderen Seite wieder runterführen. Ah, da müssen wir natürlich auf die Höhe kommen. Ich hoffe, dass das so passt. Schwer zu sagen. Und offenbar kommen wir hier nicht wieder runter. Warum ist das so? Doch, das jetzt geht's. Allerdings sieht's ein bisschen komisch aus. Der kommt sehr früh wieder runter. Das weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Da sollten wir einfach noch ein Stück ziehen. Ich glaube, jetzt kommt es ungefähr hin. Das sieht doch ganz gut aus. So, was ich mich jetzt allerdings frage, ist, könnten wir theoretisch die auch gleich probieren können? Wir könnten daraus eine Autobahn machen aus dem Kreisverkehr. Das hätte den Vorteil, dass die hier wesentlich schneller fahren können. Das ist interessant. Haben wir noch irgendwo was über? Ja, haben wir aus dem Kreisverkehr eine Autobahn gemacht. Das heißt, die können jetzt hier im Kreis 100 fahren, glaube ich. Sieht doch schon ganz gut aus, glaube ich. Und hier haben wir immer noch eine Ampel. Aber es muss natürlich auch erstmal einspielen. Ganz klar. Und, ich glaube, die Sonne wird bald untergehen. Das schauen wir uns mal an. Wir sehen hier schon den Schattenwurf. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen eben. Ja. Da ist die Sonne und die Lichter in der Stadt gehen schon an. Da schauen wir mal, während die Sonne untergeht. Das sieht natürlich in höheren Auflösungen mit allen Details noch eindrucksvoller aus. Aber das möchte ich euch ehrlich gesagt nicht zumuten. Und da verschwindet sie, die Sonne. Ja, und ich würde sagen, wir suchen uns mal ein Fahrzeug. Machen eine Rundfahrt. Und am besten suchen wir uns das theoretisch bei unserer Mülldeponie. Ja. Den schnappen wir uns auch mal.
Und dem folgen wir mal. Also die Beleuchtung ist super geworden, finde ich. Die Maus weg da. Wo fährt denn jetzt hin? Industrie oder nicht? Naja, fährt in die Stadt, glaube ich. Ne, doch in die Industrie, okay. Und man sieht auf jeden Fall, der Tilt-Shift-Effekt ist wesentlich besser als zuvor. Der Fokus ist scharf. Und alles andere hängt unscharf dann. So wie es auch beim Tilt-Shift sein sollte. Vorher war einfach alles unscharf. Wem allerdings der vorherige Effekt besser gefällt, der kann es tatsächlich sogar wieder umstellen. Oh, was hat er jetzt hier irgendwo was geholt oder wieso dreht er jetzt wieder um? Wie dem auch sei. Wir können ja mal hier so ein bisschen mit der Kamera langdaddeln. Ja, das gefällt doch ganz gut. So, jetzt haben wir einen schöneren Kreisverkehr, finde ich. Einen zugänglicheren Kreisverkehr. Ich finde das... Leider ist er nicht ganz mittig geworden, ne? Aber okay, man kann nicht alles haben. Und als nächstes möchte ich unsere Straßen in der Stadt ein bisschen verbessern. Wir haben ja jetzt hier schon diese Schnellstraße gezogen. Ich glaube, die möchte ich noch weiter nach oben ziehen. Und zwar... bis da. Das machen wir mal. So. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube, wir haben die Stromleitung gekappt. Bis hier. Und hier möchte ich rein. Da kommen wir nicht weiter, weil da was steht. Da müssen wir gleich entsorgen. Beziehungsweise verschieben. Da auch. Hier auch. Gut. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unseren Strom wieder hergestellt kriegen. Den haben wir nämlich gekappt. Wobei ich mich gerade frage, ob es nicht ausreichen würde, wenn wir die hier unten... Aber da habe ich ein bisschen Muffe. Hier oben scheint immer jemand zu wohnen, aber hier unten könnte es passieren, dass jemand auszieht. So am Rande der Stadt, weiß ich nicht. Das kann man auch schnell mal versehentlich löschen. So, Strom ist hergestellt wieder. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier im Wege steht. Auf jeden Fall hier eine Grundschule. Wobei hier ist es, glaube ich, die Oberschule. Und die sollten wir vielleicht als erstes aus dem Weg räumen. Ja, der Strom sollte eigentlich da sein. Ja, alles klar. Die verschieben wir mal, die Oberschule. Hier so ein Rand. Dann haben wir, glaube ich, noch hier ist ein Platz. Auch den verschieben wir. Den verschieben wir aber mal dahin. Und ich glaube, jetzt haben wir ihn doppelt. Was auch nicht das Schlechteste ist. Können wir ihn nochmal verschieben? Weil der steht ja immer noch im Weg. Jetzt hat es funktioniert. Und können wir jetzt schon die Straße da verbessern? Jawohl. Da haben wir... Was haben wir hier? Eine Arztpraxis. Verschieben wir mal. Können wir mal gucken. Vielleicht können wir die sogar so verschieben, dass wir sie da lassen können, wo wir sie hinschieben. Vielleicht da. Eieieiei. Das finde ich immer schön. Straße. Ja, können wir auch updaten. Und jetzt haben wir hier noch ein Problem. Da haben wir nämlich unsere Grundschule. Die wir auch mal verschieben. Und die verschieben wir vielleicht. Moment, an die Straße müssen wir ran.
Vielleicht können wir die Grundschule da stehen lassen. Ich glaube, die Straße ist fertig. Wobei, lassen wir die Grundschule da stehen? Bildung. Könnte man theoretisch, oder? Ich würde sagen, wir lassen die da stehen. Aber wir müssen die Oberschule wieder zurücksetzen. Was nicht geht, weil wir nicht genügend Geld haben. Okay, wir müssen darauf warten, dass wir 2000 zusammen... Ne, 4800 sogar. Okay. Das ist natürlich doof. Dann anders. Wir brauchen Gewerbe. Setzen wir mal ein bisschen Gewerbe. So. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen, damit wir da zu unserer Kohle kommen. Denn momentan haben wir nicht so viele Einnahmen. Aber ich will die Schule wieder zurücksetzen. Und ja, die Straße haben wir. Dann haben wir bis dahin. Und ich würde hier unten gerne noch eine Schnellstraße machen. Beziehungsweise hier auch noch eine durchführen. Ah, Moment. Hier durchführen. Okay, wenn wir es gerade umgebaut haben, alles, dann machen wir es gleich. Das sieht mir etwas merkwürdig aus, ne? Okay, hier müssen wir, weil da keine Straße ist, müssen wir eine bauen. Warum jetzt da? Was steht da im Weg? Was bist du? Bio-Lebensmittel? Apotheke? Hier ist ein kleiner Spielplatz mit einer Grundschule. Okay. Die steht im Weg. Ich lasse mal eben laufen, weil wir haben definitiv zu wenig Kohle. Und ich will nicht alles verschieben hier auf einmal. Also wir müssen jetzt erst die Oberschule wieder zurückschieben auf jeden Fall, damit wir nicht die ganze Bildung verlieren. Und es scheint zu funktionieren. Alles freut sich. Den Paradoxplatz können wir da stehen lassen, würde ich sagen. Haben wir zwei Stück davon. Und jetzt müssen wir die Grundschule verschieben. Wo war die? Hier. Und die schieben wir mal. Wir haben nicht genügend Geld. Könnte man ja möglicherweise auch noch ein bisschen anders platzieren. Vielleicht da. Daneben ist, glaube ich, noch ein... Das gibt's ja nicht. Der hat uns die Grundschule jetzt verdoppelt. Ich habe jetzt leider nicht auf den Betrag geachtet, aber wir haben jetzt drei Grundschulen. Jawohl. Ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch nicht schlecht. Aber jetzt steht immer noch die dumme Grundschule hier. Gut. Dann nehmen wir uns die Grundschule halt nochmal und schieben die dann hier oben hin, würde ich sagen. Oder vielleicht hier. Oder ne, doch hier oben, würde ich sagen. Wir müssen aber erstmal darauf warten, dass wir 2000 zusammen haben. Denn die Grundschule steht uns immer noch im Weg. Ja, aber einen geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul. Jetzt ist er weg. Aber wir haben noch den Spielplatz hier. Der muss auch weg. Und den schieben wir dann hier neben die... Oh. Moment. Jetzt habe ich gerade einen Plan verloren ein bisschen. Das ist der Paradoxplatz.
Da oben haben wir irgendwo eine Grundschule. Wo haben wir jetzt die andere Grundschule, verdammt? Pass auf, ich packe dir eben mal eine Seite. Damit wir hier unsere Straße fertig kriegen. Jetzt haben wir nicht genügend Geld. Unterbrochenes Stromnetz. Das ist unschön. Wo? Ich glaube, das war nur, weil wir da ein Haus abgerissen haben. Beziehungsweise verschoben haben. Die Straße würde ich gern fertig machen jetzt hier. So. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist die Grundschule, ne? Das ist die, die wir versetzt haben. Daneben setzen wir den Park. Den Spielplatz. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir unsere Gebiete wieder auf Vordermann bringen. Oh, das war, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier jetzt Wohnhäuser machen. So, überall Wohnhäuser, wo Platz ist. Aber ich glaube, das haben wir so im Großen und Ganzen. Hier vielleicht noch. Überall zwischendrin ist immer mal wieder was. Frei, da auch. Ja, soweit so gut. Jetzt würde ich gern noch hier eine Straße bauen. Quasi zur Abgrenzung. Ich möchte unser Gebiet jetzt mal abgrenzen hier. Damit ich hier mit diesem Stadtteil einfach mal fertig werde. Sonst baue ich da immer wieder was dran. So. Das lässt sich doch, kann sich doch sehen lassen. Und dann ziehen wir hier noch eben die Straße fertig runter. Und hier noch eine kleine Straße rein. Und hier vielleicht auch noch zwei Straßen rein. So. Und so. Ne, da machen wir, oder? Ah komm, wir machen hier auch noch eine rein. Damit es einfach passt. Und das füllen wir jetzt alles auf. Erstmal ein bisschen Gewerbe. Würde ich sagen, machen wir hier Gewerbe. Da und vielleicht hier noch die Ecke. So, und den Rest machen wir jetzt mit Wohngebiet. So, überprüfen noch mal unser Wassernetz. Ja, da haben wir ein Problemchen. Und unser Stromnetz, alles gut. Da oben ist irgendwie, was ist da oben? Da steht ein einsames Haus ohne Wasser. Das wird einfach mal weghauen. Und theoretisch hätte man dann unsere Leitung auch viel schöner legen können, wenn ich es vorhin gesehen hätte. Habe ich aber nicht. Nun gut. Ja, wir sind im Plus. Wunderbar. Ich denke, wir werden gucken, dass wir in der nächsten Folge vielleicht einen unserer Kredite zurückzahlen und uns um unser Industriegebiet kümmern. Zugänge und so weiter und so fort. Ich will die Müllanlage verschieben auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal weiter. Aber das gefällt mir, glaube ich, schon ganz gut, wie wir es jetzt hier haben. Jetzt müssen hier unten nur noch ein paar Leutchen einziehen. Und ja,
Das war's in dieser Folge erstmal. Was den DLC angeht, After Dark, weiß ich noch nicht genau, ob und wann ich ihn spiele. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr das Ganze sehen wollt bei mir, ja mal in die Kommentare schreiben und dann schauen wir mal, was sich da machen lässt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.